Und weiter geht es mit unserem Monitor. Die Gehäuse sind gekommen. Ja, das heißt, wir können jetzt alles einbauen. Ich hatte ja vorher nur ein schwarzes Gehäuse noch da und die grauen waren wieder ausgegangen. Zielsetzung für die heutige Folge natürlich, ganz klar, dieses Wochenende muss der Monitor fertig werden. Ich habe bei der Gelegenheit auch gleich nochmal eine Palette anderer Gehäuse mitbestellt. Ja, eigentlich alles, was es bei Reichelt von dieser Teco-Serie gibt. Diese D14, D13 und D12 ist das, glaube ich. Muss ich jetzt aber lügen. Das ist unser Standardgehäuse, ist das D14. Jo, es gibt dann halt noch so ein ganz kleines hier. Das hat hinten überhaupt keine Durchbrüche. Ja. Habe ich noch keine Idee dazu. Ich wollte es mal in der Hand halten. Wäre was für irgendeine Anzeige oder sowas. Keine Ahnung. Da muss ich mal schauen. Interessant fand ich die Nummer kleiner. Ja, also das ist so die Größe gegenüber dem normalen Gehäuse für irgendeine kleine Bastelgeschichte mit einem Propeller irgendwie was. Oder ja, da muss ich mal gucken. Würde sich auch gut einreihen in das System. Es ist ein bisschen flacher, sehe ich. Also es ist schmaler und flacher. Die Tiefe ist auch etwas geringer. Ja, naja, ansonsten gleicher Aufbau. Naja. Nun denn, wir haben viel zu tun. In der letzten Folge hatten wir das Display getestet für unseren Monitor und für gut befunden, mit kleinen Problemen und einer kleinen Anpassung im Displaytreiber lief es dann ganz gut. War ja erstmal wichtig, weil ich wollte natürlich sicher sein, dass dieses Displayset auch wirklich ordentlich funktioniert, weil sonst brauche ich mir nicht die Mühe machen und dort so einen Monitor basteln. Ja, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Funktioniert aber wirklich hervorragend. Ich bin da sehr zufrieden mit der Qualität und auch mit den Funktionen. Muss sagen, selbst im Videomodus ist die Signalqualität deutlich besser und schärfer und flimmerfreier, als das bei diesen kleinen Rückfahrmonitoren ist. Ja. Und das für so einen doch erschwinglichen Preis, muss ich sagen. Ja. Okay. Legen wir los. Jetzt geht es natürlich so ein bisschen an die Mechanik. Das Display soll ja hier vorne irgendwie rein. Jetzt muss ich sehen, wie ich da in irgendeiner Weise eine Halterung hinbekomme. Ich habe entschieden, ich habe schon so mal ein bisschen drüber nachgedacht, habe überlegt, ob ich das Display aufsetze oder bündig mache. Ja, also wirklich aus der Plexiglasscheibe was ausfräse und dann bündig mache. Ich werde es bündig machen. Ich werde es nicht aufsetzen, weil das wahrscheinlich optisch einfach gefälliger ist, wenn das in einer Front dann hochgeht. Es ist ja eh so ein bisschen seltsam, dadurch, dass es über das Gehäuse drüber wegragt. Aber das ist ja nun mal nicht anders zu machen. Viel schöner wäre natürlich, wenn man passende Teco-Gehäuse bekommen würde, die einfach höher wären, ja. Wo das Display komplett reinpasst, aber das ist nun mal nicht der Fall. Gibt es halt nun mal nicht. Ja, müssen wir mit leben. Also muss es drüber wegstehen. Dementsprechend muss dieses Modul auch immer ganz oben stehen oder als Beisteller irgendwie verwendet werden. Ja, und halt bündig mit der Frontplatte werde ich das gestalten. Jetzt muss ich gucken, wie ich das irgendwie mit den Sachen, die ich in der Bastelkiste habe, realisieren kann. Ich bin schon ein Stück weiter jetzt. Jetzt habe ich eine Halterung für das Display gestaltet. Halt in die Bastelkiste gegriffen und wirklich im wahrsten Sinne des Wortes genommen, was da war. Es zeigte sich nämlich wieder, dass der alte Spruch sich bewahrheitet beim Basteln, irgendwas fehlt immer. Und in diesem Falle hatte mir ein ordentliches Stück Laserplattenmaterial gefehlt. Also Basismaterial. Okay, das hier ist hier habe ich eine Platte aufgesetzt. Ja, dieses ist mit drei Schrauben verschraubt. Diese Schrauben, die habe ich auf dem Display einfach mit Epoxidholz aufgeklebt. Ja, also ich könnte jetzt diese Platte, die Schraubenmuttern lösen und dann die Platte abziehen. Das ist Basis FR4 Basismaterial, also Leiterplattenmaterial. Dann habe ich hier einen Fuß angesetzt,
Ja, so dass dieses Display wirklich so auf dem verschraubt werden kann mit der Unterschale und dann schon den passenden Neigungswinkel hat. Ja, hier sind zwei Bohrungen für die Verschraubung. Vielleicht mache ich noch eine dritte zum Justieren, muss ich mal schauen. Ja, dass man vielleicht noch leicht den Winkel über den Anzug dann einstellen kann. Warum hat nur was gefehlt? Wie man sieht, ist diese Platte nicht vollflächig. Ich hätte es natürlich gerne vollflächig gehabt oder wenigstens bis oben durchgängig oder irgendwas. Aber wie es so ist, irgendwas fehlt immer. In diesem Fall hat wirklich dieses Leiterplattenmaterial gefehlt. Ich habe lange nichts bestellt, es war einfach alle. Ja, und das sind, was ich hier verwendet habe, sind wirklich irgendwelche Verschnittreste, die noch übrig waren. Die Platine, die hatte ich mal für irgendwas anderes vorgesehen. Lag noch in der Kiste und das hier ist wirklich so ein Stück Verschnitt. Ja, das war mal irgendwo anders, das hatte ich mal irgendwann abgeschnitten hier und ab. Und dann habe ich hier aus Kupfermaterial, dicken, sehr dicken Kupferdraht, zwei solche Übergänge angelötet an beiden Seiten. Das ist auch wirklich sehr robust. Man muss das Stück im Schraubstock einspannen, dann kann man das hier noch ein bisschen justieren vom Winkel. Ja, es ist ein bisschen versetzt angemacht bezüglich des Kabels. Ja, das muss ja hier an der Seite raus, das wird ja hier mit dem Boden versenkt. Das ist auch ausreichend stabil, ich habe es schon probiert. Ja. So, und das Ganze sieht folgendermaßen aus. Ich stelle es hier einfach mal so rein. Ich habe jetzt leider das Gehäuse noch nicht alles ausgefräst. Das kommt jetzt also als nächstes. Ja, ich guck mal, ob ich das hier mal zeigen kann. Ja. So soll das in das Gehäuse rein. Und wird dann hier unten am Boden verschraubt. Und ja, genau, jetzt fällt es mal rum. Und die Platine, die kommt dann hier dahinter. Ja. So. Wird ja auch am Boden verschraubt. Ja, dann macht das schon einen ganz ordentlichen Eindruck. Wir brauchen dann wieder nur noch eine kleine Platine irgendwie hier hinten. Muss ich mal sehen, verbinde ich, also ich brauche ja insgesamt drei Steckverbinder. Ich brauche eine Hohlbuchse für die Spannung, Speisespannung und eine VGA-Buchse für den VGA-Eingang und eine Videobuchse, eine Cinch-Buchse für den Videoeingang. Ja, und ich habe welche, die man einschrauben kann ins Gehäuse. Vielleicht reicht der Platz, dann werde ich das vielleicht schon direkt am Gehäuse verschrauben. Da brauchen wir gar keine Platinen und verdrahte das rüber. Muss ich mal schauen. Muss ich mal gucken. Ja. Eine andere Idee ist mir jetzt noch gekommen bezüglich der Schalter. Ja. Und zwar, da ich das, ich habe ja überlegt, wie ich das Display selber anbringe. Ich habe ja überlegt, wie ich das Display selber anbringe, ob mittig oder leicht versetzt. Ich werde es leicht versetzt anbringen. Das ist in meinen Augen die günstigere Wahl. Und dann haben wir hier drüben auf dem Deckel an der Oberseite noch genug Platz, um dann an der Oberseite diese Schalter dann anzubringen. Ja, da wir ja, dass dieses Modul eh immer oben sein muss, können die Schalter auch nach oben rauskommen. Ja. Und ich denke mal, so lässt sich das sehr gut realisieren. Ja. Okay, jetzt kommen die Fräsungen. Jetzt muss ich hier unten ausfräsen. Und ich muss natürlich an der Frontplatte Schnitte durchführen. Ja, und die Restteile hier arretieren. Das muss sehr sauber sein, weil das ja dann auch wirklich nachher sichtbar ist. Okay, los geht's. Ja, liebe Freunde, es ist draußen eine Bullenhitze. Was gibt es da Schöneres, als in einem kühlen Bastelkeller zu sitzen? Ja, normale Menschen verbringen wahrscheinlich den Nachmittag irgendwo in einem Biergarten oder ähnliches. Aber naja, gut. Das ist wahrscheinlich wieder so eine Nerd-Geschichte. Ich bin soweit fertig mit den mechanischen Aufbauten, wie man hier schon sieht. Das ist auch ganz gut so, all die derweil,
der Biervorrat zur Neige geht und mein Arbeitsplatz sich so ziemlich dem maximalen Chaos-Level nähert. Es muss also zu Ende gebracht werden. Na, hier haben wir das Gerät. Ich habe es dann auch schon passend mechanisch verriegelt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut sieht. Ja, auf der CPU-Einheit. Und wir gucken gleich nochmal rein. Und dann werde ich es aufbauen und dann mal gucken, ob das alles so funktioniert und ob uns das auch wirklich so viel Platz spart. Ne? Jo, was haben wir vom Gehäuse her? Schauen wir es uns mal an. Es ist eigentlich genau so geworden, wie ich mir das so vorgestellt habe. Ne? Ja, so habe ich mir das gedacht. Ich wollte eigentlich die Tasten hier an der Seite machen. Das habe ich mir noch mal anders überlegt. Das ist halt beim Freestyle-Basteln, ist das so. Ich habe sie nämlich hier dahinter versteckt. Ja. Und was ihr hier seht, das sind keine Leuchtdioden, sondern das sind die Bedienelemente. Ich habe nur überlegt, wie kann man das ausführen, dieses Tastenbord. Und da war nur das Problem, für dieses Tastenbord hätte ich irgendwie eckige Fräsungen machen müssen. Das ist ja immer nicht ganz so einfach. Insofern kam mir die Idee, und die sind natürlich auch noch sehr, sehr flach. Ja, also um die wirklich komplett bedienbar nach außen zu führen, hätte man das wirklich ganz exakt ausfräsen müssen. Ja, und da kam mir die Idee, Mensch, man bräuchte irgendwie Tastenköpfe. Ja, und da habe ich ja einfach irgendwelche LEDs umfunktioniert. Bei Bohrungen lassen sich in so einem Gehäuse natürlich hervorragend anbringen. Ja, und das kriegt man auch ganz sauber hin mit den Bastelmöglichkeiten, die man so im Keller hat. Ja, musste ich natürlich ein paar LEDs opfern, aber so ist das. Jeder Elektronikgott braucht so seine Opfer. Ja, der Vorteil, es sieht natürlich wirklich sauber aus, ja, wenn man hier guckt, das kriegt man wirklich Schmuck hin und man kriegt sogar noch mehrfarbig hin. Ja. Am liebsten wären mir natürlich schwarze LEDs gewesen, die es natürlich sinnvollerweise nicht gibt, ja, dann hätte ich es auch hier an der Seite wahrscheinlich angebaut. Da sie nur so bunt waren, wollte ich es ein bisschen verstecken, dass das nicht so gleich ins Auge sticht. Aber da der Monitor ja so hoch ist, kann man hier eigentlich sehr gut das von oben bedienen. Und durch diese Kombination von den Doppeltasten hier vorne kann man das auch eigentlich sehr gut erfüllen, wo man ist. Ja, das funktioniert eigentlich sehr gut. Ja. Jo, wenn wir das Gerät mal öffnen und mal reinschauen. Jo, wie ihr seht, war ich ein bisschen faul. Also ich habe das nicht alles umverkabelt. Ich habe hier einfach einen kleinen Durchbruch gemacht und habe diese Kabelpeitsche rausgelegt. Ja, habe hier die Buchse hinten einfach verschraubt, ja, entsprechend gefräst. Und das hier ist wieder das blanke Freestyle-Basteln. Ja, das Plastikteil hier ist eine Abdeckung von einer 3,5 Zoll Floppy am Gehäuse, ja, die Plastikabdeckung. Ja, und dann hat man hier diese LED-Taster. Da habe ich das dann eingeklebt, das Board mit Stehbolzen dann verklebt und verschraubt. Ja, ebenso bei der Platine. Ja, ich denke mal, das sieht ganz sauber aus. Ist ja nur auch keine große Leistung. Das waren ja jetzt keine elektronische Entwicklungsarbeit in irgendeiner Weise. Ja, das war ja eigentlich mehr mechanische Arbeiten. Ja. Aber insofern, ich denke, ist ganz gut geworden. Passt so ins System. Ja, und dann werden wir das Ganze mal aufbauen. Ach so, ich habe noch passend dazu um das zu komplettieren, das nötige Kabelset angefertigt, also erstmal ein Stromversorgungskabel, ja, um das mit unserer Powerbase zu speisen, ein Videokabel, was ich gekürzt habe, dass das nicht so lang rumflattert, und auch ein VGA-Kabel, um nicht so ein ewig langes Kabel verwenden zu müssen, habe ich ein bestehendes altes Kabel einfach gekürzt. Ja, dann werden wir es mal aufbauen.
Und da ist er, unser Monitor. Alles ist fertig, alles funktioniert auch so, wie ich dachte. Ja, hier haben wir unseren Monitor, hier habe ich den Hive-Computer selber drunter. CB-Imputer, Powerbase, kann man auch schön alles miteinander schalten. Spart unheimlich viel Platz. Ich hatte es erst versucht, übereinander noch, aber das war mir dann eigentlich zu hoch. Und ich will hier noch ein paar Module bauen, da wird der Turm hier drüben, der linke Turm, schon noch ein bisschen größer. Ja, werden wir dann mal schauen. Funktioniert auch ganz gut mit den, jetzt von der Platzaufteilung, einfach mit den Experimentierboards hier. Das kann man dann extra hier ein bisschen schöner handeln auf dem Tisch. Und ich habe natürlich wieder Platz. Ja. Also das ist schon eine Erleichterung. Von der Funktion her hatten wir ja eigentlich soweit schon gesehen. Ist alles eigentlich im Lot. Ja, ich habe hier die VGA-Auflösung. Auch die, das Synchronisieren und die Qualität, das stimmt jetzt alles soweit. Ja, ich kann problemlos sofort zum TV-Monitor umschalten. Hier steht ja auch noch ein TV-Monitor, den bräuchte ich jetzt eigentlich nicht. Den habe ich jetzt eigentlich nur für die Experimente hier mit meinem Plexbus, mit den Erweiterungskarten. Ja. Normalerweise verschwindet der hier wieder vom Tisch. Und TV ist ja hier mit integriert. Ja, also der macht VGA und TV und funktioniert auch wirklich gut. Ja, das ist schon eine feine Geschichte. Ja. Jo, und damit haben wir das die Sache gut über die Runden gebracht. Gibt es noch was zu sagen? Das nächste Video werde ich mich wahrscheinlich mal ein bisschen intensiver mit dem Plexbus auseinandersetzen und da mal ein bisschen was dazu sagen, auch zur Sepia-Card. Und zu den Tools, die es dort gibt, ja, die wir dort haben, um mit dem Plexbus umzugehen, um dort mit Kommandozeilen-Tools dort irgendwelche Devices anzusprechen, die man dort verwendet. Ja. Das ist dieses Perplex-Tool. Das wird wohl so die nächste Geschichte sein, die ich hier mal so ein bisschen angehe. Und ja, ich möchte dann hier auch irgendwie so ein Experimentierboard mir mal erstellen. Weiß ich noch nicht, muss ich mal gucken. Ja, wie es halt kommt, müssen wir mal schauen. In diesem Sinne, bis demnächst in diesem Kino. Ciao, ciao.